Was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream von mir. Ja, heute spielen wir wieder Eternal Return und machen Solo-Matches. Ich hätte da Bock drauf, natürlich normales Spiel. Ich bin noch null eingespielt, das heißt, falls wir jetzt in den nächsten 2 Minuten kein Match finden, gehe ich in ein KI-Match rein. Aber Plan ist, dass wir wirklich es schaffen, Solo-Matches zu machen. Also gegen echte Spieler, nicht gegen Bots. Damit das klar ist. Okay, ich merke schon, mein Avatar ist heute wieder sehr, sehr am Abgehen. Bei den Emotionen. Der kann wieder nicht zuordnen. Ah, vielleicht ist es auch nur jetzt so. So, wir spielen wieder mit, Dings. Mit Aiden. Da habe ich Bock drauf. Den kann man jetzt auch for free spielen gerade. Ich hoffe, die Musik ist okay, so wie von der Lautstärke her. Ich mache nochmal ein bisschen lauter vielleicht. Ach, ich weiß, warum der so böse guckt. Es ist ein bisschen hell. Deswegen. Also, ich runzle die Stirn dabei und er denkt, ich bin sauer. Ja, gut. Was will er tun? Was will er tun? So, ich gebe dir 2 Minuten. Ich habe jetzt auch mir vorgenommen, jeden Samstag zu streamen. Damit ich so einen festen Tag habe, wo ich auf jeden Fall streame. Ist ganz cool eigentlich. Vorausgesetzt, ich bin zu Hause und ich habe nichts anderes zu tun. Ja, weil ich bin gerade ziemlich im Prüfungsstress, kann man sagen, theoretisch. Ja. Weil jetzt... Ich stehe kurz vor dem Abschluss meiner Erzieherausbildung und da möchte ich gerne auch nicht noch verkacken kurz vor dem Ende. Aber vielleicht ist es auch, weil ich die Kamera zu nah dran habe, dass er das nicht mehr einschätzen kann. Dann sieht er mich zu genau. Ah, ich glaube, es hat es ein bisschen besser gemacht. So. Und? Nope. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in ein KI-Match rein. Ich muss ja auch erstmal reinkommen. KI, aber natürlich auch schwer, sonst sterbe ich da ja gar nicht. So. Aiden, mein Kumpel. Lass uns loslegen. Und los geht's. Ich streame heute auch nicht so lange. So 17 Uhr ungefähr. Beziehungsweise, ja, bis 17 Uhr, beziehungsweise vielleicht 5:30, je nachdem. Mal gucken, mal gucken. Aber das machen wir dann spontan. Hilfe, was ist jetzt los? Ja, das ist das. Obwohl, eigentlich wollte ich das andere Set. Ah! Okay, ich muss das echt, ich muss da echt aufpassen. Naja gut, ich denke mal, wir gewinnen das auch so. Aiden ist ja absolut mein Charakter. Ich feiere den Typen. Komm. Ich bin traurig. Also wenn ich nach links gucke, dann gucke ich gerade auf den Streambildschirm. Und wenn er nach... Wobei, nee, warte mal. Jetzt gucke ich gerade auf den Dings. Und ansonsten, wenn ich nach da gucke... Also nach hier... Da ist der Dings. Okay, wir müssen uns aber beeilen. Ich möchte gerne alle Sachen ganz schnell mitnehmen und dann einfach weg. So... Jawohl. Natürlich nehmen wir auch das Leder mit. Oh. Aber die nimmt das Dings nicht mit. Wie dumm ist das denn? Die nimmt das Leder nicht mit. So. I have to make this myself? Ja, natürlich. So, jetzt zum Hyper Loop und schnell weg. Einfach mal ein bisschen rumbiefen da nebenbei. So. Achso, ja. Ich würde auch alles einfach mal antippen, um zu leveln. So, Fabrik. Okay. So. Ja, das sieht schon mal gut aus. Zack. Jetzt können wir die Fledermaus hier. Danach würde ich sagen, wir looten weiter. Oh ja, jetzt kann ich Fernkampfangriffe machen. Was? Ich habe nicht genug Inventarplatz. Okay, da muss ich craften. Eisenblech, Katana. So. Jetzt haben wir genug Platz, hoffentlich. Mist. Flaschen brauchen wir. Also Öl. Oh ja. Schaffen wir das, ohne drauf zu gehen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Erstmal sterben. Ja klar. Junge, Junge, Junge. Jetzt hätte ich gerade schon Angst, dass ich drauf gehe. Also wirklich. So, wir haben unser Schwert. Es fehlt noch einmal Öl. Aber da unten ist ja der Hyperloop, das heißt, wir gehen jetzt eh hier runter. Ey, es kann doch nicht sein, dass wir keine Flasche finden. Also wirklich nicht. Ja, dann stell halt das Wachstuch her. Das ist auch kein Ding. Stiefel. Stiefel. So. Hätten wir das auch. Okay, sehr gut. Jetzt nehmen wir den Hyperloop und gehen zum Wald. Da brauchen wir ja, glaube ich, nur eine Blume oder so war das. Eine einzelne Blume. Ah ne, Feder auch. Okay. Zack. Okay, ich habe die Ult. Ah ne, Blume brauchten wir ja gar nicht mit ihm. Das war mit Dings. Ich glaube Rio, oder wie die heißt. Nope, nope. Das kann auch wieder weg. Jetzt gehen wir runter. Ins Villenviertel und dann zum Teich, dann sind wir durch. Soweit wie ich mich noch erinnere. Anstatt jetzt nachzugucken, ne? Denke ich einfach mal, dass es passt. So, jetzt brauchen wir diese Schleifen. Super, das ist Schleife Nummer 1. Schleife Nummer 2. Nee, hier. Sehr gut. Jetzt mit dem Hyperloop weiter. Oh, what? Du kannst nicht wegkommen, Eier. Ei. Nicht Eier. Aber wenn der ulten kann, haben wir ein Problem. Aber ich glaube, wir sind einfach zu strong. Ja. Sind wir auch. So. Läuft. Teich. Oh, hi. Das ist das nächste Opfer. Mann, ich muss da damit auch treffen. Geblockt. Nix da mit abhauen. Ist nicht. Jetzt die Krone, jawohl. Dann sind wir auch so gut wie durch. Oh, Nadine. Ein bisschen anstrengend hättest du dich schon können. Egal. Passt. Und zack. Let's go. Das war's. Wir haben's. Hä? Jetzt war ich kurz verwirrt. So. Na, wo wollte er denn hin? Da. Wo wolltest du hin? Kollege. Ciao. Ich bin auch rechtzeitig meine Ult bekommen. Oh, noch ein Opfer. Action. Zack. Keine Chance. Habt ihr was zu essen? Da bin ich aber gnadenlos. Jeder Bot wird weggesnackt. Oh. Jelly Roger. Fahne, let's go. Okay. Na, seht ihr noch Gegner? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Leveln tun wir natürlich trotzdem. Ah, da. Was? A legend is born. A legend is born. The legend FireLexa. Ja, passt. Ja, die packe ich beide. Das ist kein Problem. Easy. Wer seid ihr denn? Oh, sogar Öl. Machen wir Pommes. Jawohl. Jetzt macht da jemand anders noch Kills. Was soll denn das? Oh, Bambusfalle. Geil. Passen wir dahin. So. Mal gucken, ob jemand im Krankenhaus ist. Aber ich muss mir langsam mal wieder ein neues Spiel suchen. Also ich spiele das hier gerne nebenbei. Das macht absolut Bock. Aber ich glaube, ich muss mir Leute suchen, mit denen ich das mal spielen kann. So im Tag-Team. Was ziemlich geil sein kann. Und ein anderes Spiel, was ich da noch spiele. Jetzt kommt ja bald Digimon Survive raus. Vielleicht wird's das ja. Also Digimon Survive, ich weiß nicht, ob ich streamen werde oder ob ich es für mich einfach spielen werde. Müssen wir gucken. Aber Bock hätte ich definitiv schon, das zu streamen. Vielleicht streame ich ja so den Anfang und dann lade ich das als YouTube-Video mal hoch. Gucken wir mal. Irgendeiner? Ah, schade. Bam! Oh, Aiden ist so ein geiler Charakter, Mann. Ich weiß nicht, warum ich den so mag. Verbandskasten? Machen wir uns den nochmal. Der gibt bestimmt gut Heilung. Hm. Sortieren wir mal unsere Sachen da unten. Ihr seht die Karte übrigens auch nie. Ist mir aufgefallen. Pommes kann an zweiter Stelle, so. Und jetzt öffnen wir die Supply-Box. Oh, da ist was gespawnt. Oh, ein Verbandskasten. 1000! Da heilt 1000 der Verbandskasten. Das ist strong. Oh, ein Ring. Aber der bringt uns nichts. Komm nochmal. Ah, geht nicht, schade. Aber wir haben auch noch gar nicht so viel durchsucht hier. Sammeln wir mal ein paar Steine. Ich habe übrigens jetzt erfahren, ich weiß nicht, ob das ein Spaßpost war, also nehmt das jetzt nicht für ernst, dass Move Games, also die Macher von Digimon Masters Online, Digimon Battle zurückbringen wollen. Ich weiß nicht, ob Leute das noch kennen. Das war ein kostenloses Spiel. Das war quasi der größte Konkurrent von DMO, also Digimon Masters Online. Und das wurde irgendwann runtergenommen, so gegen April. Deswegen haben man gedacht, ah, das ist eh nur ein Spaß. Nee, leider war es ernst. Das war kein April-Scherz. Und die haben das runtergenommen dann. Obwohl Digimon Battle echt gut war, muss man einfach sagen. Oh, Hallöchen. Na? Nix da. Ciao, Kakao. Was? Wir haben die Hälfte aller Objekte gekillt. Also Testsubjekte gekillt. Läuft. Wir leveln weiter und weiter. Aber Max Level ist hier, glaube ich, 20 oder so. Actually, I hit rock bottom back then. I'll hold on to these for now. Nope. 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 So. Also gibt halt so ein bisschen Erfahrung, zumindest. Mann, ich hasse das, wenn ich in dem stehe. Ah, rechtzeitig nach meinen fünften. Meine fünfte Marke bekommen, meine Elektromarke. Oh, Jackie, das tut mir aber leid. Da ist die nächste. Boah, die kämpft richtig. Aber keine Chance. 11 Kills! Junge, wir töten einfach alle. Wir töten sie alle. Ist das geil. Nur noch ich und ein anderer. Bitte stirb nicht an der Zone. Ich möchte dich gerne eigenhändig töten. Du bist mein 12. Kill. Hä? Ja, wir stellen einfach Sachen her. Warum nicht? Spieler getötet, Ursache Dr. Wickline, wir haben gewonnen. Der ist an dem NPC gestorben. Oh, nee. 11 Kills, Junge. Geil. Gut, gucken wir mal, ob wir jetzt ein richtiges Match finden. Das war ja gerade eher so ein, naja. Ich dachte gerade, die Kamera ist wieder hängen geblieben. Level up! Geil. Anima schlechter. Töte einen Spieler. 5-mal. Jawohl. Töte einen Wolf. Okay, ich töte nächstes Spiel mehr Wölfe. Baum des Lebens. Ja gut, muss ich auch nochmal holen. Okay, dann normales Spiel. Solo. Let's go. Hauen wir mal raus. Wir haben auch schon wieder 5000 Teile. Coins. Bin mal gespannt, ob ich noch einen zweiten richtigen Main finde. Außer Aiden. Aber jetzt kommt ja auch bald ein neuer Charakter, wie ich gesehen habe. Oh! Ja, Mann! Geil! Aiden! Bruder! So, wir starten im Tempel. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Nimm mal das. Mit Augmentisierung oder so muss ich mich echt mal näher auseinandersetzen. Das wird auch erstmal das letzte Match dann. Weil so ein Match geht halt schon mal eine halbe Stunde, falls wir sehr lange überleben. Deswegen ist das das letzte Match für heute. Und wenn ihr gerade das YouTube-Video guckt, könnt ihr ja mal reinschreiben, wie euer Tag so war. Beziehungsweise was ihr so gemacht habt oder ob ihr gerade auch im Prüfungsstress seid. Weil das ist ja gerade die Prüfungsphase, in der man eher weniger Zeit für irgendwas hat. Oder vielleicht seid ihr auch Menschen, die sagen, nee, Ich lerne gar nicht für die Prüfung. Ich habe im Unterricht so gut aufgepasst. Ich brauche das nicht. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein. Okay, zwei... Oh, Alter. Ich bin Aiden. Es gibt sonst keinen Aiden. Oh mein Gott, ich habe so Schiss. Ey, die sind alle so gut, glaube ich. Aber das ist gar kein Problem, denn ich bin auch nicht schlecht mit Aiden. Ich darf halt nur meine Angriffe nicht missen. Oh, es gibt doch einen anderen Aiden. Oh, Bruder Chocobin, dich werde ich fokussen. Und wie? Sua. Das ist doch Sua. Die empfiehlt Bücher. Okay. Okay, so. Wir brauchen nicht viele Sachen. Wir brauchen noch 4. So. Federn. Nummer 1. Komm schon, bitte die zweite Feder. Das wäre zu gut gewesen. Warte, brauche ich den Köcher? Ja. Brauchte ich den überhaupt? Oh mein Gott, ich habe gefailt, glaube ich. Ich glaube, ich habe fett gefailt. Obwohl. Muss nicht sein. Hyperloop und weiter geht's. Ne, ich brauch... Brauchte ich das? Oh mein Gott, warte mal. Ich hab gemisst. Oh mein Gott, ich hab gemissplayed. Obwohl, warte. Menschrobe Köcher. Scheiße. Oh, what? Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe fett gemisst. Aber ganz fett. Oder habe ich das mit Z hergestellt? Oh Mann. War das schlecht von mir. So, einmal Leder. Modification improvement. I have no expectations. Obwohl, vielleicht brauche ich den Köcher ja doch. Ansonsten muss ich halt nochmal zurück. Steine brauche ich nicht. Oh, what? Die ist schon Level 5. Okay, ich bin definitiv zu langsam. Ah, das ist der Helm, den ich brauche. Ein Leder noch. Krieg ich bestimmt von dem hier. Komm, gib mir das Leder. Und jetzt muss ich ganz schnell den Hyperloop hier in der Gasse nehmen. Und weg. Zum Hotel. So wisst, ich muss mich halt jetzt dahin porten. Weil ich es anders nicht überlebe wahrscheinlich. Oh mein Gott. Warte mal, da ist ein Dings. Warte mal, der ist geschwächt. Vielleicht schaffe ich den. Nee, okay. Oh mein Gott. Oh oh. Versuch einfach wegzukommen. Versuch wegzukommen. Versuch wegzukommen, bitte. Ganz schnell da weg. Oh ja, jetzt bekomme ich die Sachen fürs Schwert, glaube ich. Noch einmal Metall. Nee, okay. Fahren jetzt einfach an den Würfen. Weil irgendwie schaffen die es ja höher zu leveln. Warum auch immer. So, wo muss ich jetzt hin? Zu den Dogs. Und da schließe ich mein Setup quasi. Oh Gott. Hinter mir war einer. Glaube ich. Machen wir so. Hier ist definitiv jemand. Ich brauche das Schild. Ich brauche unbedingt das Schild. Credo des Ritters. Wenn ich das Schild mir nicht herstelle, bin ich aufgeschmissen. Ja klar, natürlich kann ich mich verfolgen. What the fuck? Alles klar. Ey, so ein Scheiß. Naja gut, die war einfach stärker und höher gelevelt. Da kann ich nichts machen. Oh, gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Stream. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal seid. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet, ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, auch was das Spiel betrifft. Vielleicht kennt ihr euch ja besser aus. Was hätte ich besser machen können? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wir sehen uns am nächsten Samstag. Bis dann und ciao, euer FireLexa. Haut rein.